Hättest du mir jetzt eigentlich die Hände waschen sollen? Du warst doch eben auf dem Klo, oder? Jesus Christ. Hallo Herrschaften und herzlich willkommen heute bei Total Cooking. Wir haben heute zu Gast einen Schweinebauch und einen Wirsing. Die beiden heißen Robert und Alex von D-Light und wir kochen halt einfach mal mit der Konkurrenz bzw. mit unseren Kollegen. Hallo Robby. Aber die Ehre. Grüß dich, servus. Physik und Verbrechen. Ja, kein Thema. Wir sind der Staatssekretär. Hallo Alex. Ja, danke schön. Hallo Alex. Wir machen heute mal einen gefüllten Schweinebauch. Okay. Mit einer Dunkelbiersoße. Rahmwirsching. Und Brezenknödel. Das ist das Bret, mit dem wir den Schweinebauch füllen. Und zwar besteht dieses Bret aus 50% Kalbfleisch und 50% Schweinefleisch. Dann kommt auch ein bisschen Wirsching in diesen Schweinebauch. Und dann noch ein, zwei Blätter Bärlauch. Das ist der Kollege hier. Aha, okay. Vielleicht können wir kurz mal eine Totale auf das T-Shirt von Robby machen. Also das hier ist der Robby und ich bin der Alex und wir sind von D-Light von Cooking. Und wir haben gedacht, wir laden uns hier mal ein und schauen mal Mr. P über beim Kochen zu. Schulter. Genau, und lernen hier einfach mal, wie man richtig kocht. Ja, genau. Ihr kocht aber auch nicht schlecht. Also ich habe ja einige Folgen von euch schon gesehen. Süß. Aber hallo, ja. Nicht schlecht. Du brauchst dich jetzt hier nicht einzuschleimen. Nein, würde ich doch nie tun. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Etwas über ein Jahr. Also wir haben inzwischen so knapp 30 Folgen im Kasten. Wir haben genug Scheiße im Kopf für nochmal 30 Folgen. Also das geht schon noch eine Weile weiter. Also das ist Spaß. Ja schon mal klasse. Klack, klack, klack. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier schöne Julienne. Und dann... Ne? Kannst du es nochmal zeigen? Genau. Kannst du es bitte nochmal zeigen? Knödelteig? Schon mal gemacht? Nee. Okay. Dann nimmt man normalerweise so 300 Milliliter Milch. Okay. Jetzt kommen dann noch 3 Volleier mit dazu. Und dann darfst du dann kneten. Manche Bante. Ja. So, jetzt habe ich hier, wie gesagt, den Schweinebauch. Innen salze ich den jetzt mal mit Meersalz. Jetzt habe ich hier das Wirsingblatt blanchiert. Warum macht man das jetzt mit dem Wirsing, dass es seine Bitterstoffe verliert oder hat er überhaupt? Ja. Nee, also der Wirsing hat eigentlich in dem Sinn keine Bitterstoffe, sondern der ist einfach starr wie ein Brett. Ach so. Ja, genau. Also, und dass er ein bisschen schon warm wird, damit das besser beim Einrollen heute ist. Gell? Jetzt brauche ich mal kurz hier das Brötchen-Ding hier, weil ich brauche hier nämlich für die Farce brauche ich bloß ein Eigelb. Farce heißt nochmal, also um das einfach für unsere Zuschauer zu erklären. Weißt du eigentlich, was der Plural von Ohr auf Bayerisch Was? Ist? Ohr. Ohr, Ohr, mehrere. No, no. Ohr, Ohr. Ohr, Ohr. Und mehrere. Ja. Ohr. 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 Ohr, Ohr. Zwei Ohr. Ohr, Ohr. 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 Yeah. Und für die Norddeutschen, das rollende R, nicht versuchen nachzumachen. Das gibt könnte im Krankenhaus enden. Es gibt Probleme beim Aussprechen. Okay. Oh. Deswegen so, das rollende R uns Bayern überlassen. Noch ein bisschen Salz dazu. Ja. Dann haben wir hier einen Knoblauch. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier. Genau, da einfach mal. Ist es bei euch immer so, wie soll ich sagen, tagesformabhängig, was ihr kochen wollt oder was? Wir rechnen uns eigentlich. Das entscheiden wir meistens einen Tag vorher oder am Tag selber. Und ab und zu kommt halt ein Rezept rein. Wir haben auch schon ein paar bekommen, wo wir gedacht haben, naja, das ist nicht unser Style. Okay. Aber jetzt haben wir eins bekommen von der Jutta. Das sind vietnamesische Glücksrollen. Also es könnte gut sein, dass wir die demnächst mal vietnamesische machen. Glücksrollen? Frag mich nicht. Ich habe es zwar schon gelesen, das ist so ein bisschen was wie Raclette bei den Schweizern. Nur vietnamesisch, wo halt dann die Gäste am Tisch selber drehen. Ah. Also nicht Zigaretten oder Joints, sondern also holländisches Fondue. Quasi. So ungefähr. Genau. Also für die Hausfrauen zu Hause, wir heizen den Ofen auf 175 Grad vor. Ne? Genau, 175? Umluft. Genau. Umluft. Immer ein bisschen weniger. Sollen wir ein bisschen Fränkisch machen? Fränkisch machen? Hessisch. Hessisch. Hey, Hessisch. Ein bisschen Hessisch babbele. Ja, Fränkisch. Kann ich aber nicht. Also ich rolle jetzt hier mal den netten Schweinebauch. Nicht so fest. Es soll ja genau, hier, Mensch, jetzt ist der Finger drin hier.
So, dann haben wir das hier schon mal richtig schön ein Backerl geschnürt, gell? Weil wir braten den jetzt hier unten an der Seite an. Das schließt. Genau, damit schließt. Dann kann der nicht mehr aufgehen. Jetzt brauchen wir genau ein bisschen Petersilie auch für da drinnen. Okay. Dann, was wollte ich? Ja, genau, hier. Genau. Lass ich gleich mal hier. Was macht ihr eigentlich außerhalb eurer Kochshow? Außer Segeln. Leider seit 10 Jahren. Der Non-Profit Freelancer. Außer Segeln und Klettern. Oh, wir sind eigentlich. Wir haben zusammen studiert. Das ist eigentlich der Weg, über den wir uns kennengelernt haben. Wir sind seitdem verheiratet. Genau. Echt? Und ihr wohnt im Glockenbach. Genau. Ich glaube, wir kriegen echt mächtig Ärger. Das ist jetzt mal politisch korrekt. Also, Alex ist auch bei einer Software-Schmiede. Ja, kannst du ja vielleicht für dich sagen. Wir produzieren maßgeschneiderte Softwarelösungen für unsere Kunden, basierend auf Internettechnologien, überwiegend mit Java und Oracle. Und Robby, was machst du so? Wir haben auch eine eigene Agentur, ähnlich wie wir auch im Grund, und betreuen zum Beispiel Michelin Deutschland oder den Genossenschaftsverband Bayern hier in. Okay. Also auch Internet. Frontend, Backend. Ach, das war halt seriös hier. Achso. Das war halt seriös. Dann. Hätte ich mir jetzt eigentlich die Hände waschen sollen. Du warst doch eben auf dem Klo, oder? Jesus Christ. So, jetzt kommt der Schweinerollbraten hier in die vorbereitete Butterschmalzpfanne. Ich drehe ihn bloß einmal um und dann nehme ich ihn eigentlich auch schon wieder raus und dann kommt er unten rein. Also du machst ihn nicht ringsrum, sondern nur vorne hinten? Genau. Wie lang? Ja, je nachdem, wie groß er ist. Ungefähr so 20 Minuten, 25. Schon. Je nachdem, wenn man das Doppelte hat, dann schon eine Dreiviertelstunde oder so. Aber warum nicht das Butterschmalz? Weil es einfach ein aromatischer ist? Oder? Aromatischer ist und es wird nicht zu heiß. Also es gart langsamer. Okay. Sieht schon mal gut aus, muss aber noch ein bisschen. Muss aber ein bisschen batziger werden. Ein bisschen batziger, beziehungsweise genau die. Hast du den schon abgeschmeckt eigentlich? Aber vielleicht um hier ein Gerücht nicht erst entstehen zu lassen. Also wir sind beide liiert. Also meine Freude. Habt ihr einen Pürierstab? Ach Quatsch, soll ich mal ein bisschen? Ja, aber ich wasche mir vorher die Hände. Ja, das wäre schön. So, jetzt haben wir den hier von allen Seiten schon schön angebraten. Heißt das jetzt eigentlich der Plural von Semmelknödel, Semmelknödeln oder Semmelknödeln? Was habt ihr eigentlich für Lieblingsgerichte? Also ich liebe Lasagne. Echt? Ja. Und zwar haben wir doch mal in einer Folge auch ein Rezept von einem Zuschauer zugeschickt bekommen, von dem Tobi aus der Schweiz, der hiermit sehr herzlich gegrüßt sei. Mhm. Jedenfalls, er hat uns ein Lasagne-Rezept geschickt mit Fenchelsamen. Ja, genau. Sehr schön. Also dein Lieblingsgericht? Wir haben eigentlich, also doch, ich glaube schon Wiener Schnitzel und, jetzt kommt's, Schweineländchen in Morchel-Rahmsoße mit handgeschabten Spätzle. Important, die Tomaten mag ich dazu geben. Ne? Zu die, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ah, kein Problem. Was sind denn eure Lieblingspodcasts eigentlich? Ich höre in letzter Zeit sehr viel Musik. Ja. Über Podcasts. Also jetzt zum Joggen einen saugeilen House-Podcast. Der heißt Funky House London Style. Ziemlich geil. Und es gibt, dann habe ich mal ein bisschen geschaut, was es noch so gibt. Und da gibt es einen genialen. Das ist der Chillcast. Kennst du das? Das sagt mir was, ja. Chillcast, das ist so ein. Kommt das alles von einer Amerikanerin, die GEMA-freie Musik zum Chillen zusammenstellt. Mhm. Richtig gute Musik. Aber was mich da so ein bisschen stört, da ist jetzt in letzter Zeit immer mehr Werbung drin. Ne? Ja. Also das ist eine heiße Phase. Genau, das ist ein Fond. Genau. Der ist jetzt von Lacroix. Das sind eher hochwertigere Produkte aus dem Supermarktregal. Ja? Genau, ja, aus dem Katus. Naja, Katus. Okay. Und ist halt wirklich so eigentlich das Beste, was an Fonds technisch irgendwie auf dem Markt ist. Also schau dir das an. Geil. So, das jetzt ziehen wir den natürlich hier rein. Und dann verschwindet das komplett hier. Okay. Dafür darf er hier zuerst mal nochmal hier übergießen. Ein bisschen übergießen. Jetzt kommst du noch rein.
Okay. Und dann würde ich sagen, Servus. Also, man nehme ein sauberes Geschirrtuch. Okay. Und dann... Mache man es dreckig. Mache man es dreckig. Brezen und Knödel ist eigentlich sehr bayerisch, ja. Und kennst du eigentlich das italienische Wort für Knödel? Nö. Canederli. Gern. Ist kein Witz. Echt? Canederli. Und Wurst? Würstchen? Würstchen. Auf Italienisch? Wurstelino. Wurstel. Nicht? Wurstel? Kein Scheiß. Wurstel. Wurstel. Naturalmente. Wurstel. Da machen wir uns dann halt auch nicht mehr weiter die Finger. Das erinnert mich an Sushi. Sushi machen geht auch so. Ja, ein bisschen. Der wird jetzt hier so quasi leicht gebogen dann und dann hier hinten. In der Serviette gekocht? In der Serviette gekocht. Deswegen auch Serviettenknödel. Deswegen Serviettenknödel. Also ich bin echt beeindruckt, was ich heute schon alles gelernt habe. Es ist echt der Hammer, wenn man mit einem richtigen Profi kocht. Schau, und wieder Schnur. Genau. Du stehst auf Fesselspielchen. Ja! So, können eigentlich eure Frauen auch kochen? Ja, schon. Hm? Sie ist immer sehr kreativ. Machen muss es immer ich. Okay. Sie sagt dann immer, das könnte aber gut schmecken. Ja, das und das, ma. Das sind ganz harte Arbeitsbedingungen hier. Oh, Alarm im Darm. Ach, und damit ist wieder so ein bisschen Hüftgold. Hüftgold. Also wenn das mal nicht gut schmeckt nachher. Aber hallo. Gibt's bei uns im Shop. So, das ist jetzt der Fingerkuppensalat. Genau, das ist der Fingerkuppensalat. Bisschen Mayonnaise drauf, ne? Und dann... Denn... Es muss schmecken! So, jetzt kocht das Wasser hier. Jetzt kocht das Wasser. Und jetzt Waschtag. 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 Und dann legen wir die hier einfach hier rein. Okay. Und lassen die jetzt schön köcheln, ungefähr ja, 15-20 Minuten. So, mhm. Schon. Da kann man dann schauen, wie es mittlerweile... Wird der dann hart? Der wird richtig hart. So wie... Horst Schlemmer. Horst Schlemmer. Wer ist Horst Schlemmer? Wer ist Horst Schlemmer? Schlemmerblock, habt ihr den schon mal angeschaut? Ja. Wie findet ihr den? Ich finde den gut. Also H.P. Kerkeling, ich bin schon ein Fan von dem. Du, was waren das mit den zwei Typen und dem Opel? Ja, genau. Was war das? Nein, mit diesem Typen und diesem Opel. Also Opel hat es ja schon gemacht mit dem neuen Antara. Die haben ja den Cousin vom Borat halt da irgendwie engagiert. Und Borat. Und den da den Opel Antara testen lassen. Okay. Aha. So, jetzt machen wir hier den Würsching. Würsching. Da sind jetzt auch Zwiebeln drin, habe ich das richtig gesehen? Genau, Schalotten. Habe ich jetzt da ein bisschen Schalotten, Entschuldigung. Schalotte. Pardon, Schalotte. Schalotte. Keine normalen herkömmlichen Zwiebeln. Eine herkömmliche Zwiebel ist etwas schärfer, ja, geschmacksintensiver. Eine Schalotte ist wunderbar mild. So, jetzt haben wir hier den Ding hier angeschwitzt. Dann kommen da zwei Becher Sahne rein. Genau, zwei Becher. Zwei Becher. Zwei Becher Hüftgold. Ah ja. Zwei Laufhändels. Ein bisschen Muskatnuss hier auch dazu. Quäntchen Zucker, ne? Mhm. Wisst ihr auch warum? Ja, ich glaube, dass sich das Aroma auf der Zunge richtig entfaltet. Kann das sein? Ja, genau, richtig. Ich schon? Ja. Weißt du, was ich jetzt sehe? Komplett. Das ist ganz ernsthaft. Aus dem Podcast. Aus was für einem? Von mir? Ja. Kein Schmarrn. Da war eine Szene, weil du gerade aus der Badewanne raussteigst. Das ich aber hier. Genau, oh, im richtigen Moment geschnitten. Achso. Ihr dürft gerne auch mal probieren. Ja, das wollte ich hören. Komm mit. Ja, die Sahne muss noch ein bisschen einkochen, oder? Mhm, genau. Muss noch reduzieren, heißt das. Komm mit. Reduziere. Das schmeckt fast, als wäre da Speck drin. Ja, wir haben es ehrlich gesagt ziemlich zugekleistert mit Werbung. Aber ganz ehrlich. Wir testen das gerade mal aus. Also teilweise Google-based. AdSense, AdWords. Und Trade-Doubler ist noch drauf, ne? Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für die Affiliate-Partner, also affiliate.de, Zanux und TradeUpler. Und sie vergib uns. Münzi ist ein Freund von uns, der ist bei TradeUpler. Oh la la, das ist ja wirklich ein guter geworden, der da. Ja, meine Schiene. Lass mal mit den Löffel rein. Ja, du gehst mit den Löffel rein. Das ist machen, das kosten. Ist das für mich? Ja, das ist für dich, komm, probiere. Das ist doch sehr lieb von dir, dass du mir gibst den Löffel. Heiß, heiß, heiß. Cool. Zum Niederknien.
Wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und genau, schalten Sie dann auch wieder ein, wenn Sie Dr. Sommer sagen hören. Das kratzt aber im Schritt. Jetzt gucken wir das Ganze mal an hier. Unglaublich, aber dadurch, dass jetzt vorher hier noch so eine Krümmung war, ist jetzt hier halt aufgerissen. Den ist jetzt Brezenknödel. Das ist jetzt Brezenknödel. So, dann schneiden wir jetzt mal hier schön auf. Beeil dich, ich habe so einen coolen Hand. Den können wir doch gleich probieren hier. Kann einer von euch mal kurz noch die Soße noch mal kurz umrühren? Aber natürlich. Ja, dann hole ich mir doch mal. Hier habe ich einen Löffel, den hatten schon diverse Leute im Mund, aber. Egal, es ist. Leck mich im Arsch, sieht das gut aus. Also. Dann nehmen wir jetzt mal die Herbe. So. Oh, wow. Aber Hallöchen, hey. Normalerweise sticht man eigentlich nicht nach. Nicht nach, ich hätte vorhin. Also nicht wie bei einer Messerstecherei. Nein! Napieren. Das ist mal so ein Kochlexikon. Heute haben wir wirklich einiges gelernt von unserem Erklärbär. Mach doch mal ein Close-Up davon, das sieht doch einfach herzallerliebst aus hier, oder? Mensch, wie ist alle Close-Up. Nicht von meiner Fresse. Nicht von meiner Fresse, vom Essen meine ich. Ich sag herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja. War super lustig und vor allem viele Dialekte. Das gibt wieder Kommentare. Ja, vor allem bei Total Eclipse hast du immer gesagt, ich soll nicht so zwischen den Dialekten hin und her wechseln. Rundisch. Ja, ich weiß es nicht. Pausal hier. Ein Untertitel. Also ich finde, die Schweizer sind heute nicht gut weggekommen. Das glaube ich auch. Ein bisschen haben wir ein bisschen zurückgenommen, oder? Ja, ein bisschen vernachlässigt. Das nächste Mal. Ja, nächste Mal, warte. Sie sind ja auch nicht in der EU, aber scheiß dran. Egal. Also, wohlbekommt. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Danke. Ich hoffe, dass wir mal wieder zusammen kochen. Kochen? Wenn ihr mal mitkochen wollt, dann einfach schreiben an birkins@drnd.com. Komm, also mit. Führt euch. So, ich glaube, wir sollten jetzt mal probieren. Guten Appetit. Ja. Oh, guter Gaff. Das schmeckt echt. Robby, smooth. So macht das Spaß. So noch ein Brezelknödel.